tatsächlich für eine Politikerin eher ungewöhnlich, weil ich bin relativ zurückhaltend, stehe eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt, also finde das tatsächlich eher ungewöhnlich, hier vor der Kamera zu sein. Also ich bin mit 16 Jahren in die Linkspartei eingetreten, zu dem Zeitpunkt noch PDS, und bin mit 19 dann schon in den Kreistag gekommen. Das heißt, dass ich mittlerweile 18 Jahre drin bin. Auch was Gesundheitsvorsorge angeht, ist der Kreis auch mitverpflichtet, zwar nur indirekt, aber er soll die Krankenversorgung der Menschen aufrechterhalten nach dem Krankenhausgesetz. Und ja, auch da wäre dringend im Landkreis Handlungsbedarf. Also es gibt schon sehr, sehr viele Felder, wo eine Landrätin tätig werden kann. Zum Beispiel haben wir schon vor 15 Jahren gefordert, dass ein medizinisches Versorgungszentrum eingerichtet wird. Und jetzt ist das erst wirklich so, dass es ernst genommen wird. Ich könnte tatsächlich sehr, sehr kontroverse Dinge anleiern, wie zum Beispiel ein Sozialticket für arme Menschen wirklich im Kreis einzusetzen, weil unser Planet muss irgendwie geschützt werden. Und wenn wir nicht ein ökologisches Umdenken haben, wie zum Beispiel Nulltarif im ÖPNV, anders kann es keinen CO2-Abbau bis 2035 geben. Hallo mein Kirchhain und alle anderen Interessierten. Ja, am 8. September ist es soweit. Wir entscheiden, wer Landrat oder Landrätin werden oder bleiben darf. Die kommende Landratswahl war für mich Grund genug, um mich mal an einem Kandidatencheck zu versuchen. 5 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich aufgestellt und stellen sich nun euren und meinen Fragen. Nicht immer bitter ernst, dafür hoffentlich aufschlussreich, unterhaltsam. Und ja, heute in entspannter Sommerinterview-Atmosphäre am Wunschort von Anna Hofmann, ich bin Landratskandidatin für Die Linke. Ja, hallo und herzlich willkommen bei diesem Kandidatencheck. Verrat uns doch erstmal ganz am Anfang, wo sind wir hier überhaupt? Wir sind im Schlosspark der Stadt Marburg und ich fand diesen Ort eigentlich ganz gut, weil ich keinen eigenen Garten habe und deswegen ist das ein Ort, wo man sehr gut entspannen kann im Sommer und vielleicht auch dem Klimanotstand ein bisschen zu entkommen. Ja, und zum Glück haben wir auch ein schattiges Plätzchen gefunden bei den gefühlt 42, 40 Grad um den Dreh. Ich habe mich natürlich aus Gleichberechtigungsgründen genauso angezogen wie bei allen anderen auch. Ich hoffe, dass die Kleidung sitzt und hält, auch noch durch das Interview hindurch. Bevor wir zu dir als Person kommen, erzähl doch erstmal ganz kurz unseren Zuschauern, warum sollten sie überhaupt zur Landratswahl gehen? Ich meine, letzten Endes geht es doch da nur um die Vergabe von einem Verwaltungsposten, oder? Das ist kein Verwaltungsposten. Also die Landrätin hat tatsächlich ein relativ hat intensives Arbeitsgebiet. Es geht, sie ist nicht nur diejenige, die Verwaltung, sie kann auch politisch mitgestalten und zwar in vielen Bereichen. Mhm. Also gerade Fachbereich Familie, Soziales, da ist jetzt eine große Reform, was den Jugendbereich angeht, im Bundesteilhabegesetz. Also da geht es um Inklusion, da geht es um Assistenzen für Kinder und Schulsozialarbeit, betreute Grundschule, also es sind viele Themen, die Familien interessieren, der ganze ÖPNV, das ist zwar jetzt nicht im Ressort der Landrätin, aber in gewisser Weise ist sie ja sozusagen als diejenige, die das überblickt, auch mit dafür verantwortlich. Der Landkreis verwaltet dann noch selber Hartz IV und ist halt eine Optionskommune, was heißt, das Kreisjobcenter sozusagen wird vom Kreis betrieben, also zum Beispiel Sanktionen von Hartz IV, das ist in der Verantwortung des Kreises, könnte auch die Landrätin dahingehend beeinflussen, dass sie das abmildert oder abschafft. Sie könnte auch, was Gesundheitsvorsorge angeht, ist der Kreis auch mitverpflichtet, zwar nur indirekt, aber er soll die Krankenversorgung der Menschen aufrechterhalten nach dem Krankenhausgesetz. Und auch da wäre dringend im Landkreis Handlungsbedarf. Also es gibt schon sehr, sehr viele Felder, wo eine Landrätin tätig werden kann, auch politisch, wenn sie Akzente setzen will. Natürlich kann sie auch sagen, ich lasse nur die Verwaltung machen. Das ist auch eine Option, aber es wäre keine gute Option. Ja. Für manche ist so ein Amt ja meistens der letzte bezahlte Job. Du bist ja jetzt noch etwas jünger. Aber was war denn dein erster bezahlter Job? Mein erster bezahlter Job ist tatsächlich Gästeführerin im Goethehaus zu sein. Und in gewisser Weise habe ich Führungen über Johann Wolfgang Goethe gemacht im Goethe-Museum in Frankfurt. In Frankfurt. Genau. Ja. Und das mache ich auch immer noch auf 400-Euro-Basis am Wochenende.
Ja, das ist schon ein kleiner Teil, ein kleiner Einblick in deinen Lebenslauf. Was gibt's denn noch zu erzählen? Also fangen wir mal von der Wiege an. Wo kommst du her? Wo bist du geboren und so weiter? Ich komme tatsächlich hier aus dem Landkreis. Also ich bin in Marburg geboren, aber in Wetter-Warzenbach aufgewachsen. Also okay, das heißt, ich komme wirklich aus dem Landkreis und ich bin im Hinterland zur Schule gegangen, also auf die Landtagsschule Bienenkopf. Von daher ist mir der Kreis jetzt nicht fremd. Ja. Und ich bin direkt auch nach der, also ich bin mit 16 Jahren die Linkspartei eingetreten, zu dem Zeitpunkt noch PDS, und bin mit 19 dann schon in den Kreistag gekommen. Das heißt, dass ich mittlerweile 18 Jahre drin bin. Also das heißt, ich habe einen sehr, sehr langen Erfahrungsraum schon, was Kommunalpolitik angeht. Das ist, ich bin jetzt nicht neu da drin. Ja. Wie ist so dein beruflicher Werdegang gewesen, ausbildungsmäßig? Ich habe Politikwissenschaft studiert und auch hier in Marburg? Auch hier in Marburg. Also ich habe in Frankfurt, Marburg und in Montana, Missoula in den USA studiert. Ja. Allerdings dann nur austauschstudentenmäßig. Und ich hatte zuerst auch vor, Literaturwissenschaft auch noch abzuschließen, aber ich habe nur Politikwissenschaft abgeschlossen, also keine zwei Studiengänge. Und du hast uns ja gerade so ein bisschen erzählt, mit 16 ging das bei dir los. Wann wurde denn so dein, ich sag jetzt mal, politisches Interesse geweckt insgesamt? Ich glaube schon als Kind, würde ich wirklich sagen. Also ich glaube, das Erste, was ich so wirklich mitbekommen habe, ist die Jugoslawienkrise und den Krieg. Und da war ich mit 10 Jahren, also über diese Flüchtlinge, absolut erschreckt und habe dann auch meine Eltern irgendwie versucht zu beeinflussen, jemanden aufzunehmen. Das wollten die allerdings nicht. Aber in gewisser Weise ist das so der Punkt, wo ich sagen würde, dass ich ein bisschen wach wurde. Aber schon sehr früh, würde ich sagen. Und warum hast du jetzt bei den Linken deine Heimat gefunden oder eben, wie gesagt, damals PDS? Ich glaube schon zu der Zeit, also ich habe mir tatsächlich mit 15 die verschiedenen Programme angeguckt und gesehen, dass die einzigen sind, die tatsächlich eine Systemalternative haben wollten. Also mir war tatsächlich dieser ganze Konflikt mit dem Osten nicht klar, und dass sie eine SED-Nachfolgepartei sind, das sind Sachen, die ich erst später sozusagen irgendwie mitbekommen habe. Ja. Jetzt muss ich nochmal fragen, wann bist du geboren worden? 1981. 1981, ja, das. Da wirst du noch nicht so viel von der Wende mitbekommen haben. Nein. Mit 9 Jahren. Ja. Genau, das ist tatsächlich, dass ich da nicht wirklich viel mitbekommen habe. Und, aber am Anfang hatte halt die Linkspartei immer noch diesen Anklang. Also da waren wir ja noch wirklich Außenseiter. Das hat sich natürlich mittlerweile geändert. Ja. Jetzt kennt man ja normalerweise die Linke eher so, wie man sie meistens aus den Medien kennt. Ja, das heißt also, das ist eher das Handeln der Linkspartei auf Bundesebene, auf Landesebene. Das ist ja das Bild, was die meisten Menschen immer vor Augen haben. Was würdest du denn sagen, welche Werte mit dieser Landes- oder Bundeslinken teilst du voll und ganz? Und wo gibt es vielleicht Sachen, wo du sagst, da stehe ich absolut nicht dahinter oder nicht unbedingt so sehr dahinter, was die Partei da auf Bundes- oder Landesebene vertritt? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich meine, es gibt ja nicht die Landesebene. Also wenn ich das jetzt auf Hessen beziehe, bin ich da sehr, sehr d'accord mit unserer Fraktion. Ja. Die finde ich macht eine sehr gute Arbeit. Worin besonders? Worin sie besonders gute Arbeit macht. Fachbereich Wohnen zum Beispiel, also dass sie wirklich diesen Mietenwahnsinn ansprechen. Dann aber auch im Sozialen. Also wir haben mit Christiane Böhm jemand, der sehr, sehr fähig ist in dem Bereich und auch tatsächlich Gesetzestexte verändert und versucht, das zu verbessern. Also gerade jetzt, was Gleichstellung zum Beispiel angeht, ist eins. Also da kann ich mich jetzt nicht wirklich beschweren, aber natürlich, wenn es jetzt um Osten geht und ich mir die Lage angucke, dann bin ich natürlich nicht immer zufrieden, oder auch was in Berlin passiert ist, finde ich nicht unbedingt erstrebenswert. Also man muss halt... Muss ich nachfragen, was ist in Berlin passiert? Naja, also ich glaube, die Linke hat sich da schon so in der Regierung so verhalten, dass sie bestimmte Dinge gemacht hat, wie Privatisierung durchgesetzt und im Kulturbereich, gerade in den alternativen Kulturbereich, gekürzt. Ja. Also solche Sachen, finde ich, dürfte die Linke trotzdem, dass sie natürlich, also auch wenn sie koalieren will, dann muss sie das aber nicht um jeden Preis machen. Sie sollte auf jeden Fall die Option gut aushandeln. Also das ist immer ein Problem. Wie gab es denn dann letzten Endes, um jetzt wieder mal in den Landkreis zurückzukommen, wie gab es denn dann zu deiner Kandidatur zur Landrätin? Ich habe schon das letzte Mal tatsächlich zur Landrätin kandidiert. Also im Prinzip möchte ich natürlich mehr das Thematische in den Vordergrund bringen. Und es ist natürlich, wenn man sich das jetzt ansieht,
wird man wissen, dass ich nicht unbedingt große Chancen habe, jetzt gewählt zu werden. Mhm. Das muss ich natürlich zugeben. Es wäre natürlich schön, ich würde das Amt auch gerne ausfüllen, aber es geht mir mehr wirklich darum, die linke Politik in den Vordergrund zu stellen und die Themen, die sonst nicht angesprochen würden, in der Landratswahl, weil das ist natürlich auch wichtig, auf den Podiumsdiskussionen bestimmte Dinge anzusprechen, auch die anderen Kandidaten anzusprechen und bestimmte Punkte, die man politisch umsetzen will, in die Diskussion zu bringen. Wo du es gerade ansprichst, was sind das für Podiumsdiskussionen und wird man die irgendwie auch sehen können? Weißt du da was? Die wird man definitiv sehen können. Also das sind, bislang haben wir, glaube ich, angekündigt 4 Podiumsdiskussionen. Das eine ist bei den Beringwerken, das sind Unternehmer in gewisser Weise, dann Industrie- und Handelskammer. Eine offizielle von der OP, die ist in Gosfelden und die ist, glaube ich, auch für alle Leute dann frei zugänglich. Die anderen beiden weiß ich nicht genau, ob man da sich irgendwie Tickets vorher besorgen muss. Kündigt ihr die Veranstaltung irgendwo an auf eurer Internetseite oder so? Kündigen die auf beiden Homepages an. Gut, das heißt also, wer wissen möchte, wie sie gelaufen ist, falls das Video wird ja jetzt auch wahrscheinlich erst um den 10. August veröffentlicht, da bis dahin sind noch ein paar Tage Zeit. Bitte? Die 4. Veranstaltung habe ich noch nicht. Achso, ja, Entschuldigung. Es gibt nämlich noch eine von der Lebenshilfe und das finde ich besonders schön, weil dort werden nämlich wir gefragt von Menschen, die auch selber eine Behinderung haben und auch quasi zu Themen, die sie interessieren. Und das finde ich sehr gut, dass wir auch von der Seite gefragt werden. Also das finde ich auch ein Fortschritt. Mhm. Ja, Wahlkampf ist ja hin und wieder auch mal eine zeitraubende Angelegenheit. Inwiefern kannst du das denn bei dir mit der Arbeit, mit der Familie vereinbaren? Das ist bei mir etwas vorteilhaft, weil ich arbeite ja für die Linken. Also ich bin Geschäftsführerin der Linken im Landeswohlfahrtsverband, also der Fraktion Die Linken. Okay. Und daher kann ich mir das schon einteilen, frei in gewisser Weise. Allerdings ist es natürlich so, dass ich nicht für komplett freigestellt bin. Und ich arbeite auch noch an Wochenenden im Museum. Mhm. Also ist schon gedrängt. Ja. Also wenn ich da meine Zeitplan angucke, dann denke ich so, ja. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Das wäre nicht machbar, wenn ich jetzt einen anderen Job hätte. Das muss ich tatsächlich sagen. Also leider schließt dieses Ehrenamt doch viele Leute aus, die berufstätig sind. Wie lief denn der Wahlkampf bisher? Welche Erfahrungen hast du denn so sammeln können? Also bei 3 Tage Marburg, das war sozusagen ein bisschen schon wirklich unser Auftakt, wo wir viele Unterschriften gesammelt haben und auch wirklich positive Stimmung empfangen haben. Also ich kann jetzt natürlich jetzt noch nichts im Allgemeinen sagen. Ich erwarte mir jetzt auch nicht 100% viele Prozente, aber wäre natürlich schon schön. Ja, aber, man kann ja immer noch hoffen. Ich war schon überrascht, dass ich 30 Unterstützerunterschriften da in 2 Tagen bekommen habe. Also obwohl das ja jetzt nicht unbedingt eine Wahl ist, die besonders bekannt ist. Mhm. Also tatsächlich waren auch manche Leute haben das unterschrieben, die erstmal nicht mal wussten, was ein Landrat ist. Ja. Das ist auch was ich erlebt habe, auch bei der Anzahl der Nutzerfragen später, dass es eben keine besonders populäre Wahl ist. Aber dafür machen wir ja auch das Video, dass das Ganze ein bisschen populärer wird. Wie steht es denn so um dein Allgemeinwissen um den Landkreis bisher? Das kann ich nicht ganz einschätzen. Ich würde sagen, eher nicht so besonders. Ja, das ist doch schön. Ich hatte zwar als Kind Heimatkunde, aber schon da war ich ultimativ schlecht. Also gerade so die Geografie von Flüssen und, weiß ich nicht, Bergen, die ich immer einzeichnen musste, war ich sehr, sehr schlecht als Kind. Ja, dann ist doch schön, dass ich ein paar Fragen vorbereitet habe. Damit wir dann das Ganze ein bisschen einschätzen können. Das kommt mir dann wie Heimatkundeunterricht vor früher. Also, ich habe hier mal 10 Fragen vorbereitet. Keine Sorge, du hast also zu jeder Frage hast du 4 Auswahlmöglichkeiten, aus denen du dich entscheiden kannst. Genau. Das habe ich natürlich auch deshalb gemacht, damit zu Hause die Leute auch mitraten können. Und dann fangen wir doch einfach mal mit der ersten Frage an. Und zwar, wie viele hessische Landkreise gibt es? A. 11, B. 16, C. 21 oder D. 26? 16. Es wären 21 Echt? Gewesen. Oh Gott. Ja. Frage Nummer 2. Welcher Landkreis gehört neben Marburg-Biedenkopf noch zum Regierungsbezirk Gießen? A. Waldeck-Frankenberg, B. Limburg-Weilburg, C. der Wetteraukreis oder D. der Schwalm-Eder-Kreis? Was war das nochmal, das erste? Waldeck-Frankenberg.
Also Waldeck-Frankenberg, Limburg-Weilburg, Wetteraukreis oder Schwalm-Eder-Kreis. Was gehört nicht zum Regierungsbezirk Gießen? Also was, ach so, was nicht dazu gehört? Nicht dazu gehört. Ah, ich habe schon gerade irgendwie gedacht. Wetteraukreis vielleicht, aber der ist, weil der schon relativ bei Frankfurt ist. Ja, also das ist deine Antwort? Ach nee, Blödsinn. Jetzt, Entschuldigung, jetzt habe ich Mist gebaut. Also gehört noch zum Regierungsbezirk Gießen. Also okay. Einer von den Vieren ist es. Also Waldeck-Frankenberg, Limburg-Weilburg, Wetteraukreis, Schwalm-Eder-Kreis. Jetzt hast du schon mal ausgeschlossen den Wetteraukreis. Ja. Waldeck-Frankenberg vielleicht? Nein, es wäre Limburg-Weilburg gewesen, was okay. Noch zum Regierungsbezirk Gießen gehört. So, die dritte, die ist etwas einfacher. Wie viele Einwohner hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf ungefähr? Kannst du es direkt? Ja, 250.000. Das wäre auch Antwort C gewesen. Ja. Neben 75.000, 150 oder 350.000. Das ist tatsächlich mal eine einfache Frage. Okay, jetzt kommen wir zu den Städten und Gemeinden. Und zwar wie viel, und zwar Frage 4, der Landkreis Marburg-Biedenkopf besteht aus wie vielen Städten und Gemeinden? 22. Danke, auch das war richtig. Nicht 12, nicht 17 und auch nicht 27. So, jetzt, du hast ja gerade schon die Flüsse angesprochen. Oh nein. Keine Sorge, du musst nur einen nennen, der nicht durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf fließt. Und zwar ist das A, der Fluss Banfe, oder B, die Perf, oder C, die Vers mit V, oder D, die Alna. Alna würde ich sagen, ja, die erste auch. Was war nochmal die? Also Banfe, Perf, Vers und Alna. Alna hast du schon ausgeschlossen. Erste oder dritte weiß ich nicht genau. Also Banfe oder Vers? Ich würde eher sagen Vers. Fließt oder fließt nicht? Fließt nicht. Das ist leider falsch. Es ist die Banfe. Ja, okay. Okay, Antwort Nummer, Frage Nummer 6. Seit wann besteht der Landkreis Marburg-Biedenkopf? Weißt du das auswendig? 1974 oder 75. 74 oder 75? Ich glaube, 74 ist das Gesetz gewesen, 75 dann endgültig. Ja, das wäre auch richtig. Auch da wäre es nicht nur 1821, 1949 oder 1982 wobei gewesen. Weil es natürlich schon vorher den Landkreis auch gab, aber ja. Halt als zwei Gebiete. Also genau. Das kann man da auch anders aber antworten, möchte ich mal nur sagen. Und ganz früher gab es natürlich auch noch den Landkreis Kirchheim. man muss das einfach auch mal ansprechen auf einem Kanal, der Mainkirchheim heißt. Auf jeden Fall. Okay, Frage Nummer 7. Wie hieß der zweite der bisher 6 amtierenden Landräte in der Geschichte des Landkreises? Da haben wir, oder weißt du es schon auswendig? Nee, Klim war der vorletzte, aber das war nicht der, das war der vierte sogar. Ich weiß es jetzt gerade. Okay, ich gebe dir mal Auswahlmöglichkeiten. Also war es A, Christian Wagner, B, Kurt Klim, C, Siegfried Sorge oder D, Burkhard Vilmar? Also alle drei waren schon mal Landräte. Ja, das ist mir schon klar, dass die drei Landräte waren, aber ich weiß echt nicht, in welcher Reihenfolge. Also Klim ist auf jeden Fall zu kurzfristig, der ist zu nah. Also es war jetzt der zweite. Ja, und dann gab es noch Christian Wagner, Siegfried Sorge und Burkhard Vilmar. Burkhard Vilmar vielleicht? Nee, oder? Dicht dran, es wäre Siegfried Sorge gewesen. Ja, Burkhard Vilmar. Wusste ich nicht genau. Burkhard Vilmar war der erste von 74 bis 75 für die SPD. Ja. Siegfried Sorge war bei den Freien Wählern und zwar von 85 bis 81. Christian Wagner kam dann erst 81 bis 85 für die CDU und Kurt Klim war dann 85 bis 96. Ja. Also den deswegen dürftest du auch noch miterlebt haben. Miterlebt nicht mehr, aber ja, so als Nachhalt sozusagen. Ja, okay. Ja, dann Frage 8. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf unterhält keine offiziellen Partnerschaften mit dem Huntingdonshire District in Großbritannien, dem Wartburgkreis in Thüringen, dem Kreis Kosciuszko in Polen oder dem Landkreis oder Oberhavel in Brandenburg. Kannst du das irgendwie ausschließen? Polen auf jeden Fall haben wir. Huntingdonshire. Das glaube ich auch, weiß ich aber nicht genau. Ja. Die anderen beiden waren? Dann hatten wir noch den Wartburgkreis in Thüringen und den Landkreis Oberhavel in Brandenburg.
Ich glaube Brandenburg. Richtig, ja. Oberhavel ist nicht mit uns verpartnert oder befreundet. Klingt zwar jetzt etwas komisch, wenn man so sagt, aber... Klang auch irgendwie wie ein Kreis, mit dem man verpartnert sein könnte, finde ich. Frage Nummer 9. Der Titel einer 2015 herausgebrachten Infobroschüre des Landkreises lautete A. Waschbären, die Tiere mit der Zorro-Maske. B. Störche, Klappern gehört zum Handwerk. C. Bienen, fleißige Nützlinge vor der Haustüre. Oder D. Eichenprozessionsspinner, Kreuzzug eines Schädlings. Ach du je, die hören sich ja alle super an. Ich finde, das Bienen hört sich noch am normalsten an, aber es ist bestimmt irgendetwas Schrägeres. Also, was ist deine Antwort? Waschbären, Störche, Bienen oder Eichenprozessionsspinner? Ach, ich bleib mal bei den Bienen, aber das ist bestimmt nicht. Das, also mit der zweiten Vermutung liegst du richtig, mit der ersten falsch, denn es waren die Waschbären, die Tiere mit der Zorro-Maske. Da gab es mal eine Broschüre. Von wem wurde die denn rausgebracht? Weil ich vom Landkreis. Ja gut, aber es ist ja die Frage, von welchem Amt. Gesundheitsamt zum Beispiel, das kann ich dir jetzt. Oder... Da gucken die Leute am besten selber mal im Internet und dann können sie sich da informieren. Okay, wir kommen zur letzten Frage von diesem kleinen Quiz. Welches Antragsformular findet sich nicht auf der Homepage des Landkreises Marburg-Biedenkopf? A. Chorwesen, Antrag auf Projektförderung. B. Tierschutz, Antrag auf Haltung gefährlicher Hunde. Oder C. Sport, Antrag auf internationale Sportjugendbewegung. Oder D. Waffenwesen, Antrag Waffenübernahme in Erbfolge. Also... Eins gibt es auf jeden Fall. Also Chorwesen? Gibt es, okay. Zwei war nochmal was? Tierschutz, Antrag auf Haltung gefährlicher Hunde? Müsste es auch geben. Mhm. Dann haben wir noch Sport, Antrag auf internationale Sportjugendbewegung und Waffenwesen, Antrag auf Waffenübernahme in Erbfolge. Waffenübernahme in Erbfolge? Es gibt aber sowas. Aber das heißt, glaube ich, anders. Da bin ich mir so fies war ich nicht, dass ich nur die Anträge leicht umformuliert habe. Nee, aber tatsächlich gibt es ja diese Reichsbürgerdebatte um diese... Ja. Also ich glaube, aber das ist kein Formular. Ich würde jetzt mal Waffen tippen, aber ich weiß es nicht. Es wäre der Tierschutz gewesen, okay, Antrag Tierschutz. Auf Haltung gefährlicher Hunde. Ach, das ist... Das habe ich mir A ausgedacht und B, soweit ich weiß, ist das meistens kommunale Aufgabe. Ja, das stimmt. Wenn es überhaupt noch sowas gibt, da... Braucht ein Führungszeugnis bei, ich dachte, das wäre bei Kampfhunden. Die brauchen ein Führungszeugnis, wenn, also bei dieser Rasse und man hat auch eine Hundesteuer. Okay. Aber das ist tatsächlich nicht im Landkreis verwaltet. Ja, damit ist unser erster Block rum. Wir kommen dann quasi direkt zum Kandidatencheck. Ich hatte im Vorfeld euch Fragen zukommen lassen, die ihr euch habt angucken können, also alle Kandidaten. Und da gehen wir jetzt direkt rein. Selbst beschreiben als tatsächlich für eine Politikerin eher ungewöhnlich, weil ich bin relativ zurückhaltend, stehe eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt, also finde das tatsächlich eher ungewöhnlich, hier vor der Kamera zu sein. Ansonsten auf jeden Fall ein gewissenhafter Mensch, jemand, der immer für soziale Gerechtigkeit kämpft in seinem Leben und auch soziale Projekte umsetzen möchte. Zum Beispiel, dass ich etwas verschusselt bin und ständig nach Dingen suche und manchmal verhaspel in vielen Sachen. Ich möchte alles gleichzeitig machen und merke, dass ich dann irgendwie in 4 oder 5 Projekten stecke und die nicht 100% umsetzen kann, wie ich sie möchte, weil ich gleichzeitig natürlich Perfektionist bin. Eine
Persönlichkeit, die, glaube ich, keiner kennt, Jessica Mitford, über die würde ich gerne mal ein Buch tatsächlich schreiben oder beziehungsweise hätte ich es gerne, dass ein Buch über sie geschrieben wird. Die ist tatsächlich eine der Mitford-Schwestern, die sind aber in Großbritannien eher bekannt, weil die Familie hat sich gespalten und Unity Mitford war ein großer Anhänger des Faschismus und prinzipiell wird Jessica Mitford immer so als ja die Kommunistin der Schwester und das ist ja linksextrem abgesetzt, aber sie ist eine Bürgerrechtlerin gewesen in den USA später und hat da wirklich für die Gleichberechtigung gesorgt. Das finde ich eine absolut interessante Frau, die auch viel früher als Frauenrechtlerin tätig war. Aber wie gesagt, sie ist sehr, sehr unbekannt. Kritikfähigkeit finde ich das Wichtigste an der Landrätin und kompromissbereit zu sein, allerdings trotzdem seine eigenen politischen Ziele zu haben und wirklich auf Leute einzugehen, mit sozialen Trägern, Vereinen zu sprechen, vor Ort zu sein und nicht immer irgendwie in Kameras zu lächeln, aber dann sonst nicht anwesend zu sein. Das finde ich stressig, gerade bei Politikern, dass sie sich häufig nur so auf offizielle Feste einlassen, aber dann halt nicht mit Menschen reden. Nicht alle machen das so, aber es gibt schon noch paar Leute, die eher zu offiziellen Anlässen nur gehen. Ja, ich habe Politikwissenschaft studiert, aber ich mache gleichzeitig auch schon seit 18 Jahren Kommunalpolitik. Also das heißt, ich kenne den Landkreis recht gut mit seinen Problemen und mit aber auch seinen Vorzügen und schaue da schon wirklich auf eine lange Geschichte zurück und kann auch wirklich die ganzen Entwicklungen im Landkreis nachverfolgen. Zum Beispiel haben wir schon vor 15 Jahren gefordert, dass ein medizinisches Versorgungszentrum eingerichtet wird und jetzt ist das erst wirklich so, dass es ernst genommen wird. Also diesen Ärztenotstand, den hätte man wirklich schon vor 15 Jahren sehen können und viele Sachen, zum Beispiel Privatisierung von Schulen, wollte man damals noch durchsetzen. Also dass die Schulgebäude verkauft werden und dann zurückgeleast. Das ist Gott sei Dank geplatzt, dieses Projekt. Aber prinzipiell ist man wirklich sehr, sehr von dieser Privatisierungswelle dann wieder ein bisschen zurückgegangen. Leider aber nicht von der Sparwelle. Das finde ich einen absoluten Nachteil. Ich habe nichts zu verlieren, also ich könnte die Dinge tatsächlich umsetzen, weil es wäre mir nicht in gewisser Weise wichtig, wie lange ich Landrätin werde. Also das heißt, ich könnte tatsächlich sehr, sehr kontroverse Dinge anleiern, wie zum Beispiel ein Sozialticket für arme Menschen wirklich im Kreis einzusetzen oder eben Gesundheitszentren auf den Weg zu bringen, weil eigentlich sind alle dafür, es hapert eben nur am Geld und an der Umsetzung. Ich wäre sozusagen auch von meinen Voraussetzungen, wie gesagt, 18 Jahre habe ich Hintergrund und ich interessiere mich für alles. Also das heißt, man muss natürlich sich auch wirklich in diesem ganzen breiten Umfeld von Gefahrenabwehr bis zu Abfall bis zu Sozialpolitik auskennen. Und ich glaube, dass man das nach eben so viel Zeit dann auch mittlerweile kann. Ich glaube tatsächlich, 3 medizinische Versorgungszentren einzurichten und dann auch wirklich im Landkreis den Klimanotstand vernünftig aufzurufen und nicht wie bei der letzten Debatte und dann wirklich umzusetzen, dass man auf jedes Gebäude des Landkreises eine Solaranlage setzt und ein Sozialticket einzuführen, analog des Stadtpasses, dass man frei, aber ein besseres Sozialticket sowohl den ÖPNV nutzen kann, wenn man wirtschaftlich nicht gut gestellt ist und dass man auch gleichzeitig kulturelle Veranstaltungen wahrnehmen kann, weil arme Menschen, die Hartz IV unter Hartz IV leben, sind wirklich vom kulturellen Leben ausgeschlossen, Flüchtlinge sind ausgeschlossen, auch die müssen dezentral untergebracht werden. Und soziale Träger würde ich auch gleichzeitig, sind natürlich viele Amtshandlungen, soziale Träger müssen eine Erhöhung haben, weil die haben sehr viele engagierte Vereine und die haben jetzt nur mal eine 5%ige Erhöhung erfahren, aber ansonsten sind die seit den 80ern wirklich was gleich geblieben, bei aber viel mehr Arbeit und das geht einfach nicht auf Dauer. Landkreis hat natürlich ein nettes Klima, hat eine vielfältige Kultur, über 300 Chöre zum Beispiel, die Eckeshäuser der Musiktage zum Beispiel auch im Hinterland. Also wer sich in irgendeiner Form beschäftigen möchte, der findet im Landkreis auf jeden Fall etwas zu tun.
Der Landkreis hat auch wirklich viele engagierte Vereine, soziale Träger, die wirklich alles tun, um Projekte voranzubringen. Und es wirklich auch, lebt eine Willkommenskultur. Viele, man hat sich auch den Flüchtlingen wirklich zugewendet in Marburg und viele engagieren sich ehrenamtlich. Also ein großes Engagement der Bürger, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber es gibt auch viele Probleme. In Marburg hat man einerseits den Notstand, dass man keine Wohnung mehr findet und einen Mietenwahnsinn hat, im Landkreis Leerstand. Und das ist ganz klar eine verfehlte Verkehrspolitik und dass es keine Anbindung gibt an den Landkreis. Die Studenten können nicht irgendwo im Landkreis wohnen, die kommen nicht nach Marburg. Und man hat ja Schienen damals noch abgebaut, jetzt ist man ein bisschen auf dem Weg wieder in die umgekehrte Richtung. Also das sehe ich als ein großes Problem und dann natürlich mangelnde Infrastruktur in fast jeder Gemeinde, Kreisstraßen bis zu sonstigen, also Verkehrsnetz muss auch gut aufgebaut werden. Dann natürlich Gesundheitsvorsorge, das hatte ich aber schon mehrfach erwähnt und auch eben im Sozialbereich, der muss gestärkt werden. Die Chancen und Risiken? Die Chancen und Risiken. Die Risiken ist, dass man so weitermacht und sich die Infrastruktur noch weiter zurückentwickelt. Also im Prinzip, dass weiter der Leerstand ist, dass die Leute aus dem Landkreis wegziehen und dass es tatsächlich wirklich einen richtigen ersten Notstand gibt im Hinterland, den man nicht mehr wirklich vernünftig auffangen kann. Das sehe ich im Moment so als die wirklich großen Themen an. Weil wir haben auch eine totale Überalterung. Also wenn man sich das jetzt im Wiegenkopf anguckt, dann sind ja 70% wirklich älter und das Umgekehrte ist in Marburg der Fall. Also das heißt, man hat da auch eine völlig falsche Struktur in gewisser Weise. Ja, ich setze meine Prioritäten eigentlich in der sozial-ökologischen Wende und ich glaube, man kann das auch überhaupt nicht unabhängig voneinander denken, weil unser Planet muss irgendwie geschützt werden und wenn wir nicht ein ökologisches Umdenken haben, wie zum Beispiel Nulltarif im ÖPNV, anders kann es keinen CO2-Abbau bis 2035 geben, was Fridays for Future fordert und das ist gar keine so utopische Idee, das haben schon Städte umgesetzt. Und das könnten auch wir als Landkreis machen, dann wären wir wirklich mal Spitzenreiter, weil meiner Meinung nach sind wir das nicht, wenn wir irgendwie 5% pro Jahr erneuerbare Energien haben, gleichzeitig aber dann auch noch im Energienbereich sozusagen ständig was hinzukommt, dann ist das plus minus null, das muss man natürlich auch sagen. Und dann sind solche Klimaschutzpläne oder ähnliches eigentlich für die Mülltonne. Also ich glaube, da muss man wirklich sehr, sehr schnell handeln, was das angeht. Und natürlich eine soziale Nachhaltigkeit schaffen. Eine soziale Nachhaltigkeit würde zum Beispiel für mich auch heißen, im Kreis Jobcenter Sanktionen auszusetzen. Ich finde das unmenschlich, wenn man Leute auf null kürzt. Oder auf nur 30% Kürzung, das ist eigentlich schon viel zu viel. Also ich finde das total unsozial und was mir auch große Angst macht, ist das neue Flüchtlingsgesetz. Also das sind alles so Themen, die natürlich jetzt insbesondere mich interessieren, aber ich will kein Thema ausschließen. Also ich finde, das sind wirklich Themen, die ineinander übergehen. Welche drei Hauptziele? Wie gesagt, das eine wäre, die medizinische Versorgung im Land sicherzustellen. Das zweite wäre, dass jeder den ÖPNV nutzen kann, entweder Nulltarif, wenn man das nicht umsetzen kann, dann zumindest für Leute, die wenig Geld haben, ein kostenloses Ticket, weil dieses Miteinander-Ticket, was wir jetzt haben, das nennt sich Miteinander-Ticket solidarisch, da muss man zu einer Ausgabestelle erstmal hinkommen. Und wenn man in irgendeinem Ortsteil wohnt, dann kostenpflichtig zu der Ausgabestelle zu fahren und dann kostenpflichtig wieder zurückzufahren. Und das Ticket ist nicht immer da, also von daher finde ich das so eine Verlegenheitsveranstaltung, die gemacht wurden, weil wir immer Druck gemacht haben. Das wären zwei Sachen, die ich sozusagen als erste Maßnahme auf jeden Fall umsetzen würde. Ich finde es gut, wenn sich Leute ehrenamtlich engagieren. Das macht auch einen großen Teil meiner Tätigkeit aus. Aber ich sehe das auch sehr problematisch an, dass immer mehr ins Ehrenamt geschoben wird. Und möchte das mal von der Seite beantworten, was eigentlich hauptamtliche Tätigkeit ersetzt. Ich finde, das kann immer nur eigentlich wirklich zusätzlich sein, aber das zusätzlich wird mittlerweile zum Beispiel gerade in der Betreuung von Flüchtlingen abgeschafft, dadurch, dass wirklich nur noch Vereine das machen, die eigentlich dafür nicht bezahlt werden, mit wirklichem Herzblut und Kraft und dahinter.
Ich finde aber trotzdem, dass bürgerschaftliches Engagement, das möchte ich trotzdem betonen, wichtig ist und dass man sich auch ehrenamtlich einsetzen muss. Aber gerade beim Kreis habe ich auch festgestellt, dass das immer mehr und mehr geworden ist und dass nur ganz spezifische Leute sich überhaupt dafür einsetzen können. Und das sind Beamte, die halt freigestellt sind für die Sachen. Also gerade Lehrer haben wir sehr, sehr viele im Kreistag. Leute, die selbstständig sind oder die in Parteien irgendwie angebunden sind und arbeiten. Der Rest der Leute ist ausgeschlossen. Familien kann man auch nicht gut haben daneben. Wir haben die Idee des Bürgerhaushaltes und das ist ja auch auf den Weg gebracht worden, aber in einer falschen Variante meiner Meinung nach. Also es gibt ja diesen Fachbereich Bürgerbeteiligung mittlerweile, aber wir hatten da in Arbeitskreisen war das eher so das Projekt, dass man den Bürgern erklären sollte, wie Politik jetzt läuft und warum man die umsetzt, aber eigentlich keine wirkliche Beteiligung. Wenn man einen Bürgerhaushalt aufstellt, würde man tatsächlich die Bürger mit einbeziehen müssen und denen auch wirklich alle Varianten erklären. Und das kann dieser als einmalige Hearing, was wir jetzt momentan haben, wo noch eins für die Politiker ist und wo die Bevölkerung ausgeschlossen ist und eins halt nur für die Bevölkerung, was eigentlich nur Basisaufklärung ist, das finde ich schon den wirklich falschen Ansatz. Also man müsste da wirklich Ansätze finden, die Leute einzubeziehen in Plattformen. Was ich ganz gut fand, war das Radwegeforum. Das ist so eine Sache, wo ich sage, wenn man das weitermachen würde, da würde ich mich auch weiter für engagieren, dass das aber auch in anderen Bereichen weiter umgesetzt wird. Ich glaube, der Landkreis hat auch viele Vorteile. Gerade wenn man sich jetzt das Klima in gewisser Weise ansieht, Großstädte haben, also man kann hier relativ gut Immobilien erwerben zum Beispiel. Es gibt auch Industrie durchaus vor Ort, wo man tätig sein kann. Also ich glaube, dass Leute das auch falsch einsetzen, dass alle irgendwie nur fliehen, weil es eben keine Jobs gibt. Das ist tatsächlich sogar eher gesucht im Landkreis. Ich glaube auch, dass man ein reiches kulturelles Angebot hat. Aber klar kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, sie möchten Richtung Stadt, weil es ist natürlich auch vieles, was dagegen spricht. Also ich kann für gerade junge Leute, die eine Ganztagsbetreuung für ihre Kinder zum Beispiel brauchen oder ähnliches, kann man nicht in jeden Ort des Landkreises ziehen. Das muss man einfach so zugeben. Die drei Trinken sind Herausforderungen. Ich wiederhole mich da. Ärzteversorgung ist eine der wirklich wesentlichsten dringenden Herausforderungen. Dann aber wirklich eine Nachhaltigkeit in der Infrastruktur zu schaffen, dass alles klimafreundlich sozusagen wird und dass man tatsächlich Klimapotenziale festlegt. Also das heißt, dass man wirklich sich einen Plan schafft und sagt, dass die erneuerbaren Energien müssen zu diesen Anteilen ausgebaut werden und einen Inklusionsplan auch zu erschaffen, dass man wirklich den Landkreis für alle Leute zugänglich macht, alle Gebäude zugänglich für Behinderte und auch Sachen in leichter Sprache rausbringt. Also ich glaube, es müssen alle in gewisser Weise eingeschlossen werden und das umfasst natürlich auch einen Bürgerhaushalt. Also die Leute müssen beteiligt werden, die Leute müssen auch sagen, da ist das wichtigste Problem. Es dürfen nicht immer nur Einzelsachen aufmerksam gemacht werden. Also Bürger haben eine wichtige Einflussmaßnahme. Man sieht es immer, wenn so Schulen oder ähnliches geschlossen wird, die werden dann doch nicht geschlossen, weil dann eben Eltern aktiv werden und dann im Kreistag auflaufen. Also das könnte viel mehr genutzt werden. Da ich jetzt von einer kleinen Partei bin und ja, Frau Funsch und Herr Pöppler sozusagen diejenigen sind, die das vermutlich unter sich aufteilen, eher wenig. Allerdings glaube ich, dass ich durch meine Kandidatur inhaltlich etwas bewegen kann. Mir geht es wirklich darum, dass die Kandidaten, die anderen beiden, sich damit auseinandersetzen, was ich zu sagen habe und vielleicht eventuell auch dann Dinge umsetzen müssen, wenn sie sozusagen da herausgefordert sind. Trotzdem wünsche ich mir natürlich im ersten Wahlgang ein paar Prozente zu machen, weil man hat ja immer noch den zweiten. Genau dasselbe, was ich jetzt mache, weil das ist davon gar nicht abhängig gewesen. Also meine Kandidatur mache ich nicht, um Landrätin zu werden unbedingt. Natürlich wäre ich mit Herzblut dabei, das möchte ich auch sagen. Wenn es diese sehr, sehr unwahrscheinliche Sache auftreten würde, würde ich auf jeden Fall das Amt gerne übernehmen. Aber in gewisser Weise
bin ich da nicht niedergeschlagen. Wenn nicht, das würde alles gut gleichen bleiben bei mir. Ich würde mich sozial weiter engagieren und einsetzen. Man könnte meinen, der Schlosspark, aber tatsächlich sind das eher die Wichtelhäuser bei Warzenbach. Da bin ich groß geworden und immer als Kind geklettert sozusagen in den Stein und habe da als kleines Kind irgendwie gedacht, die Wichtel leben da drinnen. Das ist irgendwie eine Kindheitserinnerung, das finde ich ganz nett. Bei sozialen Trägern oder Vereinen irgendwelche Kürzungen vornehmen. Partner eigentlich in der Politik, mit dem man zusammenarbeiten muss und die wichtige Kooperationsmenschen sind, mit denen man sozusagen ja eine Zusammenarbeit herstellen muss. Es sollte nicht so konfliktreich sein, wie es manchmal ist. Das ist natürlich so, dass die Hessische Landesregierung ein bisschen die Kommune gegeneinander, die kommunale Familie gegeneinander ausspielt, weil in gewisser Weise die einzige Möglichkeit, wie sich der Landkreis finanziert, ist einfach die, also ist einfach die, dass die, das, dass die Städte und Gemeinde hauptsächlich diejenigen sind, die für die Finanzierung sorgen. Und das heißt, man hat immer so eine Konkurrenz zueinander, dass die Kreisumlage möglichst gesenkt werden soll, dass sie unten bleibt. Aber gleichzeitig wird übersehen, dass der Kreis auch viele wichtige Sachen machen muss, wie Schulgebäude zum Beispiel sanieren und ähnliches, wozu man auch Geld braucht. Geprägt von Sparpolitik und einer neoliberalen Politik, allerdings von der sich auch ein bisschen wieder verabschiedet hat und wo ich jetzt leichte Ausflüge sehe, dass es wieder etwas sozialer wird und ich hoffe, dass es auf diesem Weg bleibt. Allerdings ist es immer noch geprägt davon, dass man kein Geld in die Hand nehmen möchte und ich finde das bei den Überschüssen momentan wirklich nicht mehr nachzuvollziehen, dass man nicht jetzt wirklich anfängt, umfangreich zu sanieren, umfangreich die Schulen zu erneuern und dann auch medizinische Versorgung wiederherzustellen. Also man hat das Geld. Ich weiß nicht, ob ich das als Problem definieren würde, weil es gibt weder die Politik noch die Gesellschaft. In gewisser Weise sind das keine abstrakten Gegner in gewissen. Also man sagt ja immer, der Bürger ist sozusagen von der Politik entfernt und ähnliches. Ich glaube, jeder könnte sich engagieren, aber ich glaube, dass das politische System sich auch erneuern muss. Also ich glaube, dass dieses Parteiensystem sich anders formieren muss, dass es Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung gibt und dass natürlich, also man sieht ja gerade bei vielen Bürgermeistern, die jetzt unabhängig sind, dass Parteien auch nicht in einem guten Ruf stehen sozusagen und da müssen sich Sachen erneuern und Inhalte anders darstellen. Ich sehe da schon eine gewisse Krise auch des Parteiensystems. Sich stärker tatsächlich im Kreistag präsentieren und kommen, wenn es Probleme gibt. Man hat an verschiedenen Sachen gesehen, dass es Möglichkeiten gibt. Ich möchte jetzt mal auf Fleckenbühl hinweisen. Die sind immer noch gefährdet, dass sie sozusagen ja, das Geld entzogen bekommen. Aber durch diese Aktion haben sie ein Jahr eine weitere Zusage bekommen. Und ich würde mir das Engagement vieler Leute wünschen, dass soziale Träger und so weiter unterstützt werden, wenn solche Probleme auftreten oder auch Schulschließungen oder ähnliches. Man denkt immer, man findet kein Gehör, aber geht mal mit 50 Leuten in den Kreistag und seht, dann wird sich die Politik kümmern. Ja, mein Appell an die Wählerinnen und Wähler ist, erstmal geht alle zur Wahl, weil wir brauchen eine hohe Wahlbeteiligung. Ihr könnt eure Stimme einsetzen für eine linke soziale Politik, wenn ihr mich wählt, weil ich bin die einzige Kandidatin, die tatsächlich eine sozial-ökologische Wende durchführen will, die auch bestimmte Ziele hat, wo sie sagt, sie möchte sie sofort umsetzen, wie 3 medizinische Versorgungszentren im Landkreis zu errichten, einen Sozialpass für arme Menschen einzuführen,
den ÖPNV zum Nulltarif und vor allen Dingen auch ein Regio-Tram-Konzept, das heißt den Schienenverkehr, auszubauen. Die Möglichkeiten im Landkreis sind da. Wir haben momentan gewaltige Überschüsse. Momentan werden sie allerdings nur entweder in Schuldentilgung oder jetzt zur Erniedrigung der Kreisumlage verwendet. Und das finde ich die falsche Politik. Wir haben Schulgebäude zu sanieren. Es gibt viel im Landkreis zu tun. Und da sollte man das Geld für ausgeben. Der Reichtum eines Landkreises, der ist nämlich auch in der Infrastruktur. Und gerade da sieht es im Landkreis nicht immer ganz gut aus. Ja, vielen Dank für den Kandidatencheck bisher. Wir kommen damit quasi in den letzten Teil. Und da hatten ja die Nutzer und Leser auf unserer Facebook-Seite im Vorfeld die Möglichkeit, einige Fragen zu stellen. Die ich leider noch nicht gesehen habe, ja. Das macht nichts. Dann kannst du dich jetzt umso mehr darauf freuen. Aber vorher habe ich natürlich noch eine ganz spontane Frage. Okay. Wenn du eine Frage hättest, die andere oder alle Kandidaten beantworten müssten, welche wäre das denn? Also deiner Meinung nach, welche Frage sollte jeder Landratskandidat oder Landrätin-Kandidatin? Ich glaube, ich würde jedem Kandidaten eine andere Frage stellen, weil ich bei jedem ein anderes Problem sehen würde. Okay. Natürlich, zum Beispiel, wie würden Sie jetzt mit Sanktionen im Kreis Jobcenter umgehen? Das wäre natürlich eine typisch linke Frage. Ja. Wie möchten Sie jetzt die medizinische Versorgung im Landkreis gestalten? Ich hätte eine Reihe Fragen. Und auch an Herrn Pöppler die Frage, wie er das Bundesteilhabegesetz jetzt im Landkreis umsetzen will und ob er wirklich denkt, dass das nicht dazu führt, dass es einen Abbau im sozialen Standard gibt, wenn die Landkreise die Kinder- und Jugendhilfe übernehmen. Ja. Erklär doch mal die unwissenden Zuschauer und auch mich kurz auf, was ist denn das Bundesteilhabegesetz? Das Bundesteilhabegesetz regelt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Das umfasst sowohl die Menschen, die eine körperliche Behinderung haben, als auch die Menschen mit einer seelischen Behinderung. Das sind relativ viele, das sind über 50.000. Vorher war das beim Landeswohlfahrtsverband und man hat jetzt so, da man den Landeswohlfahrtsverband erstmal abschaffen wollte, das hat man aber nicht erreicht, dann hat man ein Lebensstufenmodell eingerichtet, das heißt die Kinder und Jugendlichen, die waren vorher im stationären Bereich beim LWV und das ist eine hessenweite Organisation, das heißt man hat einen einheitlichen Standard. Wenn die Kreise das selber verwalten können, sie sind erstens nicht darauf spezialisiert und zweitens mal ist es eine Kassenlagenfrage. Sie haben zwar Fälle abgegeben im Erwachsenenbereich, aber das ist kein Vergleich zu dem, was Sie übernommen haben. Das sind nämlich hochgradig Kosten, die auf Sie zukommen. Und ich, also das ist halt ein Punkt, wo ich mir extreme Sorgen gerade mache, wie der Landkreis damit umgeht. Ja, wir haben natürlich einige Fragen noch bekommen und da gab es dann auch ein paar anonyme Fragesteller dabei. Und zwar hat einer gefragt, planen Sie nach Ihrem Amtsantritt eine Auslandsreise in Ihrem neuen Amt? Ich würde nicht das als mein erstes Ziel sehen, eine Auslandsreise zu machen. Definitiv nicht. Ich glaube, im Landkreis gibt es so viele Probleme. Ich würde aber auch nicht sagen, dass man gar nicht ins Ausland reisen darf. Es gibt nämlich durchaus Projekte, die man sich angucken sollte und wo man auch vielleicht hinfahren kann. Ich fand allerdings natürlich die Japan-Reise etwas konstruiert, den Grund mit dem Klimaschutz. Da ist nämlich Japan eigentlich nicht für bekannt. Aber wenn sie gesagt hätte, ich würde mir gerne die Krise in Fukushima ansehen, das hätte ich noch eher geglaubt. Dann haben wir noch eine anonyme Frage aus Emsdorf. Was sagen Sie zum Thema Windkraft, insbesondere zum Aufstellen neuer, höherer Anlagen in Waldgebieten? Also ich bin grundsätzlich für Windkraft und ich glaube, dass die Bevölkerung da ein bisschen zu übersensibel ist, was das angeht. Allerdings bin ich nicht dafür, dass man es überall hinsetzt. Es gibt halt Vorrangflächen, die sind ausgeschrieben. Und da müsste halt das Land Hessen auch erstens mal die Flächen erweitern und auch sinnvoller hingucken, wo. Weil man muss nicht einen Wald zerschneiden. Ich war zum Beispiel dagegen, dass man es mitten im Wollenberg in Wetter einsetzt, weil da ein Naherholungsgebiet zu zerstören, um eine Windkraftanlage hinzusehen, das sehe ich auch nicht ein. Wo es 1000 andere Stellorte gibt. Aber man sollte es nicht grundsätzlich ablehnen. Ich bin auf jeden Fall dafür.
Und man muss das auf den Weg bringen. Aber es ist nicht das einzige Ziel und Windkraft kann auch nicht die einzige Sache sein, die man ausbaut. Ja, hier im Schlosspark wäre auch Platz genug. Genau. Ein schönes Windrad hinter dem Landgrafenschloss. Nein, das ist natürlich nur ein Scherz. Es gibt mittlerweile auch Windkrafträder, die tatsächlich hölzern sind, also die sich auch in die Landschaft einfügen. Also es gibt mittlerweile sogar vertikale Windkraft, die rechnet sich nur noch nicht. Aber technisch ist viel mehr möglich, als man denkt. Ja, wir haben noch eine Frage, das von Edgar Heurich aus Stadt Allendorf. Und zwar fragt er, würden Sie für eventuelle Fehlentscheidungen nicht nur die Verantwortung tragen, sondern sich auch persönlich mit Gehaltsverzicht und oder Pensionsverzicht am angerichteten Schaden beteiligen? Also da ich jetzt geringfügig beschäftigt bin momentan, also was heißt geringfügig beschäftigt, aber ich verdiene nicht besonders viel, natürlich, wenn ich irgendeinen Schaden verursachen würde, würde ich mich in irgendeiner Form sicherlich, wenn das ginge bei einer Person, aber ich weiß nicht, ich finde das zu konstruiert. Ja. Also was will er? Ja, das müssen wir ihn dann vielleicht nochmal fragen. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass Politiker Verantwortung übernehmen müssen, aber ich glaube, dass ein Gehaltsverzicht vielleicht nicht unbedingt der richtige oder symbolische Wert wäre. Man muss Fehler zugestehen, wenn man etwas falsch gemacht hat, die Verantwortung übernehmen. Aber ich glaube nicht, dass das daran symbolisiert ist, dass man jetzt Gehaltseinbuße hat, weil zwar verdient eine Landrätin recht viel Geld, aber das ist nichts im Vergleich zu jemand, der jetzt Geschäftsführer bei einem Unternehmen ist oder sogar Geschäftsführer bei der Lebenshilfe, die verdient wesentlich mehr Geld. Also ich glaube, da muss man sich ganz andere Dimensionen angucken. Ja. Und wie gesagt, wenn ein Schaden entsteht, dann würde ich natürlich immer sagen, wenn ich persönlich mich verantwortlich fühle, dann muss ich helfen, klar. Dann haben wir als nächstes Volker Breustedt aus Wetzlar. Seine Frage ist, wo sehen Sie die Aufgabe des Landkreises im Thema Arbeitsmarkt und wo sehen Sie die Zusammenarbeitsform mit der Arbeitsagentur Marburg? Also ich glaube, dass das Kreis Jobcenter in dem Fall eine Behörde ist, die momentan natürlich eher auf Sanktionen und auf, in gewisser Weise darauf bedacht ist, zu kontrollieren. Es gibt natürlich wenig, was in dem Bereich läuft, Wirtschaftsförderung oder ähnliches. Es gibt da dieses MAFEX, was irgendwie seit 5 Jahren nicht abgedatet wurde. Also Universitäten sitzen auf Gold, haben die diesen Antrag genannt und das ist so eine Unternehmerseite und die möchten so ein Matching betreiben im Landkreis, aber ich verstehe wirklich den Hintergrund nicht. Ich glaube, dass man verstärkt halt also kleine Unternehmen fördern sollte, auf jeden Fall. Also im Landkreis gibt es viele ambitionierte Projekte und auch aus der Hochschule heraus gäbe es gute Ideen der Zusammenarbeit, da bin ich mir sicher. Allerdings ist natürlich der Hauptfokus immer auf eher ja, so der Großindustrie, was ich natürlich schade und falsch finde. Aber der Landkreis hat als Haupt Quelle tatsächlich natürlich kleine Leute, die aktiv sind. Ja, dann gab es nicht nur Fragen, sondern auch Anmerkungen, die ich hier auch nicht unerwähnt lassen möchte. Und zwar Retep Sedop aus Lolla hatte eine und hat geschrieben, alle 5 unwählbar, 3 Ausrufezeichen, da brauche ich gar keine Frage zu stellen. Diese Parteien haben das Land in die Grütze gefahren. Warum sollte die noch jemand wählen? Löst euch auf und verlasst Deutschland endlich. Okay. Wie würdest du diesen Kommentar kommentieren? Ziemlich ignorant, weil, ich meine, ich könnte ihm gerne anbieten, dass er das dann mal versucht, das Land besser zu richten oder ich weiß nicht, welche Ideologie dahinter steht, aber ich denke, das ist jemand, der einfach sehr, sehr wütend ist und der irgendetwas erlebt hat, was ihn total aufregt, aber ich finde das ziemlich daneben und ich finde das auch keine Art der Bürgerbeteiligung, weil ohne uns zu fragen, was würden sie jetzt wirklich machen als Kandidat umsetzen, kann er sich ja auch kein Meinungsbild in irgendeiner Form da geben. Aber ich kann schon verstehen, dass manchmal Personen frustriert sind. Dann haben wir wieder eine anonyme Frage und zwar,
Wir haben in unserem Betrieb, das ist wohl ein Handwerksunternehmen, Probleme damit, die anfallende Arbeit bewältigen zu können, da wir keine neuen Fachkräfte oder Auszubildende finden. Was wollen Sie gegen diesen Notstand unternehmen? Das ist natürlich wirklich im Landkreis ein Problem. Also es gibt natürlich durch das Projekt jetzt in Biedenkopf, dass man da eine technische Hochschule zum Beispiel errichtet hat und dass man versucht, Leute sozusagen stärker hier im Landkreis zu behalten, also die Jugend anzuwerben, dass sie stärker hier bleibt. Das ist aber nur eine Sache. Ich meine, man muss natürlich die Infrastruktur des Landkreises so attraktiv machen, dass man hier bleiben kann. Und das würde wirklich heißen, Betreuungszeiten vernünftig auszubauen, damit Eltern ihre Kinder in Horte unterbringen können, auch bis nachmittags oder eben auch Schichtbetriebe. Ja. Das gibt ja nur höchstens betriebsinterne Kindergärten, die das überhaupt schaffen. Und dann müsste man natürlich auch ein vernünftiges ÖPNV-Angebot haben und eine Vernetzung in gewisser Weise. Ich glaube, dass der Landkreis durchaus sehr attraktiv sein kann, aber ich glaube nicht, dass jemand, der in gewisser Weise irgendwie in Thüringen wohnt, sich darüber überhaupt ein Bild machen kann. Hm. Und natürlich müsste man stärker auch woanders anwerben. Und man sollte natürlich auch die Flüchtlinge, die jetzt hier sind, und die eine Ausbildung machen, die muss man natürlich auch einbeziehen. Das ist auch eine Sache der Inklusion. Das muss man auch nutzen. Mhm. Ja, und dann habe ich noch eine persönliche Abschlussfrage. Welche Vorteile würdest du sagen, also oder mal besser so angefangen, es gibt ja schon Unterschied, sage ich, zwischen Profi-Politikern und denen, die das meist ehrenamtlich machen, auf kommunaler oder Kreisebene. Was würdest du denn sagen, welche Vorurteile ärgern dich persönlich denn so ein bisschen gegenüber diesen Politikern auf, ich sag jetzt mal, Hobby-Ebene? Dass gedacht wird, wir bekommen da alle für sehr viel Geld. Mhm. Dann ist immer so, ja, die werden ja super entschädigt, aber auf der Landkreisebene ist das wirklich eine Aufwandsentschädigung, die man bekommt und ja. Die eigentlich dafür ausreicht, dass man sich Materialien beschafft, telefoniert mhm. und dann sich entsprechend bildet, aber eigentlich nicht dafür, sich jetzt irgendwie zu bereichern. Ja. Das kommt höchstens erst, wenn man dann in Aufsichtsräte und Ähnliches gewählt wird, aber das sind ganz, ganz wenige, die das überhaupt sind. Aufwandsentschädigungen können ja unterschiedlich hoch ausfallen. Kannst du da ungefähr Hausnummer nennen? Es gibt tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Dimensionen. Also in Frankfurt bekommt man schon ein Gehalt. Das ist, da ist der Fraktionsvorsitzende 1.600, hier sind das 240 im Monat. Ja. Okay, ja, wir sind fast am Schluss angelangt, aber soweit erstmal zu den Nutzerfragen. Natürlich könnt ihr auch, wenn das Video ausgestrahlt wird, beziehungsweise dann auf YouTube erscheint, könnt ihr gerne auch noch Nutzerfragen stellen. Du hast dich freundlicherweise auch dazu bereit erklärt, wenn dann unter dem YouTube-Video beispielsweise noch Fragen erscheinen, die auch noch dort zu beantworten. Und wir haben ja auch noch einen Post auf Facebook, wo ich ja zu Kommentaren aufgerufen habe. Da würde ich dir aber, weil du selbst nicht auf Facebook bist, einfach eine E-Mail mit den Fragen zukommen lassen. Und dann kannst du selbst entscheiden, ob du ein schnelles Antwortvideo drehst. Oder das Ganze dann nochmal schriftlich beantwortest. Genau. Wir haben natürlich auch noch eine Aufgabe für eine Landrätin, denn diese muss natürlich auch den Landkreis nach außen hin repräsentieren können. Und dazu gehört natürlich, dass man den Landkreis aus dem FF kennt mit allen knapp 190 Ortsteilgemeinden. Ich glaube, es sind wirklich 186. 186, ja, dürfte, so viel hatte ich, glaube ich, auch ungefähr gezählt. Aber ich sage nur ungefähr, weil ich nicht weiß, ob ich auch richtig recherchiert habe in dem Fall. Wir haben hier die Karte des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Das sieht interessant aus. Ja, und ich habe hier auch noch einen kleinen Umschlag. Der Zettel ist für mich zum Spicken. Da muss ich jetzt einen Ortsteil einer dieser 186 ziehen und den muss ich zuordnen. Oh mein so Gott. So ist richtig, das hast du ganz gut erfasst. Wir spielen das Ganze quasi in drei Runden. In jeder Runde ziehst du also zwei Ortsteilgemeinden aus diesem Umschlag und steckst sie dorthin, wo du vermutest, wo diese Ortsteilgemeinden sitzen. Und dann kannst du zu einem Ortsteil etwas sagen, was dir dazu einfällt. Zu dem Ortsteil. Okay. Zu dem einen von diesen zwei gezogenen. Okay. Du hast aber auch einmal für das ganze Spiel einen Joker. Wenn du
zu keinem der beiden Ortsteile was sagen kannst oder möchtest, dann kannst du auch gerne was zu der Kerngemeinde sagen. Okay. Da müsste ich in dem Fall auf meinen Spicker schauen. So, Kamera läuft noch? Ja. So, was haben wir da? Ich habe Beltershausen, Frauenberg und Rauschholzhausen. Beltershausen, Frauenberg und Rauschholzhausen. Okay, dann gebe ich dir schon mal no die idea. Zwei. No idea. Dann... Wirklich no idea. Okay, na? Dann kannst du trotzdem tippen. Also steckt das irgendwo, ein. Sag ich dazu. Nee, ich bin in Geografie super schlecht. Das werde ich nicht machen. Aber das wird irgendwo sein. Okay. Ja. Was dann kann ich dazu sagen? Frauenberg gehört zu einer der höchsten Berge des Landkreises. Du kannst auch, wie gesagt, den Joker ziehen und was zu der Kerngemeinde sagen. Ja, Aber willst du sie erstmal, dann steck doch erstmal die Kärtchen irgendwo hin, wo du vermutest, wo es liegt. Keine Sorge. No idea, wirklich. Dann setze irgendwo hin. In die Mitte bist du wahrscheinlich. Genau, ich setze alles in die Mitte, das ist gut. Super. Also ich gebe dir natürlich auch einen Tipp, den ich anderen gebe. Das hier ist die Lahn. Ja. Und das Orangene, das sind die Hauptverkehrsstraßen. Zugverbindungen sind leider nicht dabei. Ich bin Geografie an der Miete, deswegen setze ich alles in die Mitte. super. Genau, ja. Dann setzen wir erstmal. Was hast du da jetzt? Das ist Rauschholzhausen. Rauschholzhausen. Irgendwo. Ebstorfer Grund. Da liegst du schon gar nicht so verkehrt. Das Frauenberg dürfte doch eigentlich Marburg sein. Hm. Hm. Ich sage dazu nichts. Ich bin ja nur der Spielleiter. Gut, ich weiß noch nicht, wo Norden, Westen, Osten ist. Also Norden ist natürlich hier oben. Fein. Okay. Und ja. Norden ist Wetter irgendwo. Westkreis ist Stadt Allendorf, Ostkreis Kirch. Nee, Ostkreis ist Kirchen, Stadt Allendorf. Und das dürfte irgendwie Marburg sein, oder? Frag mich nicht, ich... Keine Ahnung. Auch wenn ich dir gerne helfen würde... Ich habe jetzt Rauschholzhausen angeklickt. Genau, okay, das ist jetzt... Frauenberg, aber ich habe falsch gesprochen, aber egal. Genau, da haben wir jetzt Frauenberg. Wie oben weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Ja. Gut, Ebstorfer Grund ist Linie... Frankfurt sozusagen. Ja, Frankfurt ist hier leider nicht mehr mit drauf. Naja, von der Bahnlinie zumindest ist es die Linie. Aber ich habe keine Ahnung, ob das in die Richtung oder die Richtung geht. Deswegen keine Ahnung. Also ich würde dir noch einen Tipp geben. Ja. Hier ungefähr liegt Marburg. Das ist gut. Das hätte ich auch lahntechnisch zugeordnet, aber ich habe gedacht, der ganze Teil wäre vielleicht Marburg. Nein. Okay. Wie gesagt, es ist. Ja, wenn nicht, mach einfach die Augen zu und steck's irgendwo rein. Irgendwo. Blind. Das ist, so würde ich es zumindest machen, wenn ich gar keine Ahnung hätte. Ja, super. So, okay. Gut. Dann, kannst du was oder möchtest du was zu Beltershausen oder Rauschholzhausen sagen? Kennst du eine von den zwei Ortschaften? Also, dass ich jetzt wirklich etwas über den Frauenberg, außer dass ich da in gewisser Weise den Berg besucht habe, kann ich jetzt nicht wirklich etwas Großartiges dazu sagen. Okay, gut. Runde Nummer zwei. Dann darfst du noch mal zwei Ortschaften drauf. Ja, vielleicht ist ja jetzt was dabei, was ich eher kenne. Ja. Das glaube ich kaum. Also bisher hatte ich zumindest immer das Glück gehabt, bei den anderen Drehtagen, dass fast immer Sachen dabei waren, die ich überhaupt nicht kannte. Also welche? Dernbach und Herzhausen. Herzhausen ist im Hinterland bei Biedenkopf. Dernbach. Da bist du quasi jetzt schon eher zu Hause. Ja. Dernbach habe ich keine Ahnung. Ja, dann gebe ich dir nochmal deinen Pins. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo Biedenkopf ist. Ja. Geht ja auch nur um grob. Keine Ahnung. No idea. Ich denke, aber das ist auch ein Spiel, da werden auch, wir haben hier noch einige Beiträge zu drehen.
das ist ein Spiel, da werden wohl auch. Ich hätte mir vorher eine Landkarte ansehen sollen. Das wäre vielleicht hilfreich. Weiß nicht, ob das bei 186 Ortsteilgemeinden tatsächlich viel geholfen hätte. Doch, ich glaube aber zumindest eine grobe Übersicht, weil das sieht für mich jetzt irgendwie nur nach. Ein großer Klecks. Genau, ein großer blauer Klecks aus. Keine Ahnung, wirklich. Du hast jetzt was? Ich habe jetzt Herzhausen. Ja, dann bitte einfach. Also irgendwo Hinterland, aber das bestimmt nicht hier, aber ich klebe es jetzt mal hier. Vielleicht hast du ja Glück und hast es erwischt. Wir können es leider nur nicht direkt nachvollziehen, jetzt weil mit solchen hochtechnischen Möglichkeiten arbeite ich leider nicht. Da habe ich keine Ahnung. Da könnte ich jetzt nicht mal sagen, wo es genau in welcher Gemeinde es liegt. Dann Augen zu und durch. Genau, ich leg das mal hier hin. Vielleicht ist es dann das Einzige, was ich richtig zuordne, weil ich gar nicht weiß. Okay. Kannst du zu einem der Ortsteile was sagen? Herzhausen war ich häufiger als Kind. Ja. Aber in gewisser Weise nur, weil ich Klassenkameraden hatte, die da hatten. Aber ich kann jetzt nicht wirklich ein großes Problem in Herzhausen kennzeichnen. Ja, vielleicht. Ist ja auch irgendwas, was Herzhausen besonders auszeichnet. Im Gegensatz zu den anderen Flächen, no idea, ne. Okay, gut, dann letzte Runde und dann bist du erlöst. Oh Gott. Ja, jeder hat seine Schwächen und Stärken. Das ist definitiv nicht meins. Das ist ja, was uns auszeichnet, dass nicht jeder überall perfekt ist. Göttingen ist bei Wetter und Hassenhausen habe ich keine Ahnung. Okay, dann bitteschön, gebe ich dir die nochmal. So, dann können wir zumindest. Kannst du schon zu einer der Ortsteilgemeinden was sagen? Göttingen finde ich furchtbar durchzufahren, weil. Das hören die Göttinger wahrscheinlich besonders gerne. Nee, ich glaube, die Göttinger werden mit mir d'accord, weil sie sich ja die ganze Zeit über die LKWs beschweren und auch darüber, dass die so dicht an ihren Häusern vorbeifahren, dass sie fast Schrammen dort verursachten. Mhm. Das hat sich trotzdem, dass man da. Sozusagen diese B3, also quasi die Umgehungsstraße gemacht hat, hat sich das jetzt auch nicht so großartig verändert. Ja. Und das ist ja auch direkt auf die Autobahn rüber. Das würde ich da leben, würde mich das immer noch beschäftigen, würde ich sagen, in Göttingen. So, und jetzt ist nur die Frage, wo liegt's? Also es muss ja dann wahrscheinlich irgendwo an einer Straße liegen, die ja hier orange gekennzeichnet sind. Das dachte ich mir auch, ja. Jetzt ist nur die Frage, Norden, Süden, Osten, Westen? Norden, würde ich behaupten. Aber doch, ist das ein Nordkreis? Wetter ist Nordkreis. Wie gesagt, da kann ich leider keine Tipps geben. Nein. Aber ich. Okay, da haben wir Göttingen und dann Hassenhausen. Hassenhausen? Oder? Ja, das weiß ich wieder wie Dernbach, ehrlich gesagt, gar nicht. Dann darfst du einen Ratetipp abgeben. Total ist es nicht. Am Möhneburg nicht, glaube ich. Schwer zu sagen. Es gibt so viele kleine, also wie gesagt, 186 sind ein bisschen zu viele, die sich die so halten. Ich glaube, bei vielen muss man auch einfach den persönlichen Bezug haben, um die Ortsteile überhaupt kennen zu können. Ja, also Herzhausen war ich zum Beispiel auch häufig, aber trotzdem weiß ich da tue aber nicht viel. Ich habe ja extra dieses Spiel angelegt, damit man auch mal was hat, wo man verlieren kann. Hassenhausen. keine Ahnung, ich könnte da wirklich jetzt nur raten. Okay. Ja. Ich dachte, das wird alles 100% vorstellen. Ach, wir werden sehen. Wir haben ja eine Liste, die wir hinterher anfertigen, wer von den Kandidaten am meisten entfernt lag. Das werde ich definitiv sehr gut kriegen. Okay, ja, vielen Dank, dass du zumindest nochmal den kleinen Spaß zum Schluss mitgemacht hast. Und wir sind damit eigentlich auch schon am Ende unseres Interviews. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ich glaube, ich bin jetzt. Ich hoffe auch, ob dem Schrecken am Ende, dass dir das Interview ansonsten Spaß gemacht hat. Ja, aber Geografie war noch niemals.
wie gesagt, nicht jeder hat überall seine Stärken. Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, schon mal vielen, vielen Dank, dass du dich hier mit mir getroffen hast. Vielen Dank, dass du dich auch den Fragen unserer Zuschauer und Nutzer gestellt hast und auch noch stellen wirst. Werde ich definitiv. Und ich danke euch natürlich, wenn ihr zuschaut und wenn ihr vor allem bis zum Schluss durchgehalten habt. Ich würde mich natürlich... Das glaube ich nicht, dass man das 30 Minuten reinguckt, aber... Ja. Aber man muss halt gucken, ja, je nachdem. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank, falls ihr zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann natürlich wie immer üblich auf Facebook, auf YouTube könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, das Video, dann dürft ihr natürlich auch einen Daumen nach unten geben. Aber ich betone das immer wieder ganz gern. Es ist natürlich schön, wenn ihr in die Kommentare dann zumindest nochmal schreibt, warum ihr dem Video einen Daumen nach unten gegeben habt. Weil konstruktive Kritik hilft häufig weiter. Das heißt, ich kann dann auch ein bisschen abschätzen, lag es an der Technik, lag es an der Art und Weise, wie ich geredet habe, lag es an dir. Ja, je nachdem ist es immer gut und natürlich ein Schritt zur Verbesserung, wenn man weiß, warum euch etwas nicht gefällt. Ja, so viel von meiner Seite hier aus Marburg, aus dem Schlosspark. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank. Schönes Ambiente, auf jeden Fall. Genau, und wir können uns jetzt auch beide abkühlen gehen. Das ist super. An diesem wahrscheinlich heißesten Tag des Jahres. Ja, also auf jeden Fall. Oder gestern, könnte auch noch heißer gewesen sein. Ja, könnte auch sein. Ja. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du durchgehalten hast und auch an euch. Ja, danke auch. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.